in seinem Zimmer. Diesmal entkommt er mir nicht. Bleibt nur zu hoffen, dass der Typ sich nicht geirrt hat, als er Kanes Foto in der Zeitung sah. So kurzsichtig wie der ist, erkennt er nicht mal die eigene Mutter. Das erfahren wir gleich im Zimmer 369. Wart, och Menno, ich weiß schon wieder nicht, was ich machen soll. Zimmer 369? Ja, gut, kann man hier irgendwas... Wirkt das wirklich das Gefühl, wir werden... Haben wir schon... Hatten wir nicht vorher irgendwie braune Haare oder so? Können wir hier raus? Ah, super. Aber ich muss doch hier weg und meinen Bruder retten. Hm? Das ist schon wieder nicht schön hier. Sag mal, Orakel, wo bist du eigentlich, wenn man nicht mal braucht? Muss ich vielleicht rausgehen? Jörg möchte unbedingt jetzt Fernsehen gucken. Die Polizei. Sie ist hier im Hotel. Ja, super. Kannst du trotzdem rausgehen? Wäre klasse, Lukas. Wäre super klasse. Keine Bewegung! Oh. Und damit endet meine Geschichte. Oh, nicht schon wieder. Ich ignorierte meine Vorahnung und wurde von den beiden Polizisten verhaftet, die mir auf den Fersen waren. Aber ich komme doch da gar nicht raus. Wenige Stunden später tot aufgefunden. Ja, ja, komm. Nisch da. So endet der Film nicht. Nicht mit mir. Aufstehen. Dann gehen wir gleich mal zur Tür. Haben da Visionen, von wegen hier Polizei ist in the house. Tada. Die Polizei. Sie ist hier im Hotel. So, dann nur machen wir mal eine volle Drehung. Kannst du jetzt aus dem Fenster raus? Nee, warum... Hä? War? Das ist doch nicht wahr. Was ist denn das hier überhaupt? Ein Schrank, den ich benutzen kann. Anrufen? Wir können anrufen. Wir können unseren Bruder anrufen. Hoffentlich. Geht ran, Markus. Geht ran. Okay. Willkommen, mein Sohn. Telefon. Ich bin sofort zurück. Ich gehe nur schnell ans Telefon. Sehr gute Idee. Hä? Ist ja nicht, ich bin gerade gar nicht überfordert mit der ganzen Situation hier. Telefon, wo ist denn hier ein Telefon? Hier ist das Telefon, hier ist das Telefon, Telefon. St. Pauluskirche. Markus, er ist in der Kirche. Lass ihn nicht an dich rankommen. Lukas? Bist du's, Lukas? Was ist los? Keine Zeit. Das kann ich dir jetzt nicht erklären, Markus. Lauf zur Tür, schließ sie ab, leg alle Riegel vor. Ich flehe dich an, schnell! Tu, was ich sage. Ich bitte dich, Lukas. Jetzt mach schon, los! Was? Was soll ich denn machen? Ist nicht euer Ernst. Es ist nicht euer Ernst. Abschließen. Oh, oh, nein! Nein! Oh. Oh. Wo versteckt er sich? Huch! Ach, Manu. Ach, was? Minus 60? Markus! Nein! Und so endet meine Geschichte. Oh. Es hieß, ich sei total ausgerastet. Ja, ja, du krass auch gleich aus. So, aufstehen. So, wir werden sofort gleich unseren Bruder anrufen. Aber wie wir sofort unseren Bruder anrufen werden? Anrufen. So. Kann ja keiner ahnen, dass er die Tür abschließen muss. Geht dran, Markus. Geht dran. Willkommen, mein Sohn. Nee, nischt hier, Telefon. Ich bin sofort zurück. Super. Ich gehe nur schnell ans Telefon. So. War das eigentlich richtig, dass wir keine Zeit genommen haben? Anscheinend schon. Wir hätten ja die Tür abschließen können. Hätte ich das einfach mal gecheckt. So, jetzt gehen wir mal hier rein. Legen wieder das Telefon ab. Telefon. St. Pauluskirche. Lukas, Markus, rastet kurz er ist aus. In der Kirche. Lass ihn nicht an dich rankommen. Lukas? Bist du's, Lukas? Was ist los? Keine Zeit. Das kann ich dir jetzt nicht erklären, Markus. Lauf zur Tür, schließ sie ab, leg alle Riegel vor. Ich flehe dich an, schnell! Tu, was ich sage. Ich bitte dich, Lukas. Jetzt mach schon, los! So, jetzt. Gleich zur Tür.
Abschließen. Okay. Telefon. Wieder ran. Okay, ich habe abgeschlossen. Aber jetzt erklär endlich, was los ist. Ruf die Polizei und komm nicht raus, bevor sie nicht da ist. Und du? Was machen wir mit Lukas? Dir? Lukas? Was? 369. Hier ist's. Das ist doch aber umgedreht. Die... Naja, nun gut. Also, versteht, was ich meine? Das war halt so, die 9 war so weit unten und es sah eher aus, als ob es mal eine 6 war, die einfach nur den Nagel verloren hat und sich rumgedreht hat. Nee, das ist nicht die. Moment. Hä? Hä? Ich hätte gern... Meinst du die Tür? Oh! I said a bang, bang, the bang, the bang, I said a bang, 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 the bang. Entweder hat er sich seit dem Foto verdammt verändert, oder er ist nicht unser Mann. Mist! Wie ist das denn möglich? Nur nicht aufregen. Das scheint ein Missverständnis zu sein. Sag ich doch. Tyler, es ist die falsche Tür. Hä? Es muss noch ein anderes Zimmer Nummer 369 geben. Tyler! Na, 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 wo ich sehe hier schon wieder gar nichts. Das war unsere Tür, ne? Nehmen wir mal die. Sehr gut, Lukas. Scheint weg. Die Kurve gekratzt zu haben. Den krieg ich noch, Tyler. Glaub's mir. Los, gehen wir. Wir hängen hier oben rum, oder wie? Wie eine Spinne. Ist nicht da sein Ernst. Spider-Man! Wart! Also, mein Gott. Hier, die deutet ab hier. Wie Schmitz Katze. Gehen wir mal ran. Lukas, du musst kommen. Sofort. Sie sagen, sie bringen mich sonst um. Ich bin am alten Rummelplatz. Bitte, beeil dich. Sie... Jetzt wirst du wohl begreifen, dass ich es ernst meine. Also, beeil dich. Am alten Rummelplatz geht die Post ab. Oh Mann. Wie lange nehme ich denn schon auf? Okay. Ich gehe meinem Tod entgegen. Alles, was ich seit dem Augenblick durchgemacht habe, in dem ich jenes Restaurant betreten hatte, konnte nur hierauf hinauslaufen. Ich hatte keine Kraft mehr, noch länger zu kämpfen und mich ständig zu verstecken. Es war ihr vergebens. Es gab nur noch eins zu tun. Versuchen, Tiffanys Leben zu retten. Danach würde ich nicht länger gegen mein Schicksal ankämpfen. Lukas! Okay. Lukas, hilf mir! Tiffany! Sie ist schon wieder ein Penner. Ich muss sofort da hoch! Nee, erst gucke ich mir den Penner an. Nee, Moment. Das können wir ohne machen. Zeig ein Ohrwurm. Von Sada Bang, Bang, the Bangity Bang, Sada Bang, Bang, Bangity Bang, Bum, Bum, Bum. Wo müssen wir denn hier lang? Ich hab schon wieder voll den Durchblick. Lukas! Ja, ja. Lukas, hilf mir! Halt den Mund. Hier. Ach. Wo müssen wir denn? Hier ist ein Karussell. Da oben hängt die, ne? Die Tante. Ich folge einfach mal der Krähe, obwohl ich gerade keine Ahnung habe. Da ist die Krähe. Krähchen, komm, komm, puti put. Muss ich da rein? Lukas! Oh. Lukas, hilf mir! Psst! Aha, was mache ich denn hier? Oh, fahren wir jetzt Achterbahn? Ja! Hui! So. Dann gehen wir mal ganz geschmeidig hier raus. Und steigen... Oh, 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 Manometer. So, und steigen jetzt hier in dieses Gefährt. Lukas! Oh, die Tante... Lukas, hilf mir! Nein, ich möchte dir nicht helfen! So. Eine Runde Achterbahn fahren. Na, oh. Was geht ja hier los mit Karacho? Ja. Wie abstrus diese Situation hier ist. Der Wahnsinn.
Oh Gott. Lauf weg, Lukas. Lauf. Das ist eine Falle. Mhm. Erst schreist du wie so ein hysterisches, was weiß ich, und jetzt? Ich würde gerne hier rüber. Das schaffe ich bestimmt nicht. Musst du bestimmt gewesen auf die Plätze. Ich wusste es. Drücken Sie die A-Taste und die D-Taste, um die... Was? Um den Cursor in der Mitte und Lukas aufrecht zu halten. Oh Gott. Ja, nee. Gib mir 3 Sekunden. Ich bin tot. Hä? Ist nicht euer... Was? Ach du Kacke. Das ist dein Dette. Und ich kommt ja nicht voran, der Junge. Oh mein Gott. Das ist er hier. Ho, 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 ho. Warte, Schnucki, ich bin gleich bei dir. Ich bin eine Ballerina, ich schaff das. Oh je, oh je, oh je, oh je, oh, oh, oh. Nein! Oh. Wir waren da so kurz davor. Und damit endet meine Geschichte. Ah, offiziell lautet komm hier. Ihr mit eurem, jetzt endet hier die Geschichte. So, Rummelplatz, super. Gib dir gleich Rummelplatz. Ey, das tippt doch nicht. Ey, glaub, ihr kann mich dran erinnern, dass ich hier, glaube ich, schon damals völlig verzweifelt bin. Kann sich also nur noch um Stunden handeln. Bis wir es mal geschafft haben. Magst du vielleicht doch mal vorwärts gehen? Ganz ruhig, Annika. Durchatmen. Wir schaffen das. Ich darf einfach, glaube ich, nicht zu. Der bringt aber auch gar nicht viel. Oh Gott. Oh je. Sada bang, bang, de bangity bang. I say da bang, bang, bangity bang. Dum 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 bang, bang, bangity bang. Bang, bang, bangity bang. Dum 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 bang, bang, bangity bang. I say da bang, bang, bangity bang. Dum 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 bang, bang. Ah. Oh nein, ich fall doch gleich. Wuhu! Sollte immer singen dabei. Oder sowas ähnliches. So, jetzt mach sie hier mal los. Sei ihr Retter. Gute Fahrt ins Jenseits. Danke. Okay. Minus 70. Wir steigern uns. Oh, wir können sogar das Orakel spielen. Oh, Entschuldigung. Oh mein Gott, was war denn heute los? Himmel, Herrgott. Oh je, oh je, oh je. Oh Mann. Gut, beim nächsten Mal spielen wir auf jeden Fall das Orakel an einem unbekannten Ort mal wieder. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann, tschüss.